Deswegen kein Problem. Kann man sich auf die Schuhe ausruhen? Nee, das ist auch nur Bingo und eine Mod. die ich installiert hatte. Das, du kannst dich zwar raufsetzen, aber es hat normalerweise keinen Effekt in Vanilla. Ich finde es nur irgendwie ganz realistisch, wenn das geht. Wenn man sich dann ausruht. Bildschirm hat geflimmert. War ein bisschen komisch. Chop, chop, chop. 23.20 Uhr. Okay. Ich habe halt nicht meine Spitzhacke, um die Steine da wegzukloppen, sodass ich eventuell da Kohle rauskriege, aber ja. 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 Kohle? Ja. Nee, Kohle habe ich auch nicht genug für das Bienenhaus. Nee, ich bräuchte 8 mindestens. Ich habe nur 6 oder so. 5 oder 6 Kohle habe ich. Aber ich darf mich nicht beschweren. Ich gehe auch immer nicht in die Mine. Ah, ich wollte eigentlich nochmal nach den Pilzen gucken, ob das funktioniert. Ich glaube, ich hatte ja bei den Pilzen probiert, eine Kiste wegzunehmen. Damit, damit ich eventuell eine Kiste brauche. Das ist so, ich habe da ja eine Kiste gerade im Inventar und das ist, glaube ich, eine der Pilzkisten. Ich wollte testen, ob es bei den Pilzen zum Automatisieren, also zum automatisierten Ernten reicht, wenn da nur eine Kiste steht. Das wollte ich mal ausprobieren. Müssen wir gleich mal gucken. Oder ob ich die eher gleich händisch ernten muss, die anderen. Ah, dieses blinkende Ausrufezeichen da oben rechts macht mich immer ein bisschen fertig. Oh, morgen Blitz und Donner. Moment, brauchen wir einen Riffbarsch oder sowas in der Art? Nee. Tigerforelle, die gibt es, glaube ich, im Winter oder Herbst erst. Und den Glasaugenbarsch gibt es auch erst im Winter oder Herbst oder nur im Winter, irgendwie so. Also im Aquarium sind wir ziemlich gut dabei, muss ich sagen. Oh, ich brauche doch noch die... Oh, fuck. Warte mal, 5 Hopfen müsste ich schon haben, oder? Doch, definitiv. Strauß fahren wäre halt ganz gut. Ja gut, aber den könnten wir im Winter ja noch kriegen, den Strauß fahren. Hopfen, Hopfen, Hopfen. Ja gut, da habe ich genug. Da habe ich genug. Das passt schon. Ahoi Rosa, ich möchte gerne ein Rezept an dich weitergeben, das ich und mein Papa immer gemacht haben. Es ist wichtig, dass der Fisch frisch ist. Willi. Der Willi hat mir Fischsuppe geschickt. Nee, Rezept für dich, Fischsuppe. Lecker. Danke für die Follows, vielen Dank. Ah, mein Knie macht wieder Probleme und weißt du, was da hilft? Das verdammte Ding mit Pepperoni einzureiben. Ja, okay, George. Alles, was du sagst. Alles, was du sagst. So, gib mir das Wasser. Ich muss gießen. Ich muss gießen. Ich hoffe sehr, dass Mani heute nicht frei hat, ne? Also ich hoffe es wirklich sehr. Ich hoffe es wirklich sehr. Radieschen, Radieschen, Radieschen. Ja, okay. Wir haben eh den 25. Sommer. Ich habe gerade kurz überlegt, ob es sich noch lohnt, hier was anzupflanzen für ein paar Tage, aber nee. Der Sommer ist ja in 3 Tagen schon vorbei. Das macht dann ja keinen Sinn. Wie lange braucht der Hopfen noch? Ach so, ja, gut. Ich muss den erst ernten.
Moment, ich habe doch eben eine Pflanze vergessen, beziehungsweise noch nicht bewässern können, oder? Da. Ne, die war schon gegossen. Hä? Welche waren das jetzt? Da. Und sieht es manchmal echt nicht so gut. Hopfen. Auf Stufe 8 kriegen wir dann endlich auch ein Fass, ne? Dann können wir endlich Wein machen. Also wenn wir Hofarbeit Stufe 8 haben, oder bin ich gerade bei Stufe 7 und da bin ich ganz gut dabei. Mal gucken. Morgen können wir wieder Blaubeeren ernten. So, ich gehe jetzt zu Mani, damit wir direkt Heu kaufen können. Ich Idiot. Ich freue mich schon, die ganzen Baumstümpfe hier abholzen zu können. Das ist echt eine ganz schöne Menge. So, Marni Schmarni. Ich brauche Heuschmoi. Und wehe, du arbeitest nicht. Da ist sie. Da ist sie. Tierbedarf. Hier, Heu. Da muss ich jetzt ein bisschen... Wir brauchen jetzt nicht übertreiben. Weil ich in vielleicht bald ein Silo habe. Aber ich dafür brauche ich Kupferbarren, ne? Kann schon noch ein Momentchen dauern. Ich kaufe erstmal hier so 30. Und dann sollte es hoffentlich erstmal reichen. Mehr Kübel. Ja, den brauchen wir auch eigentlich. Den brauchen wir auch bald. War der Stall jetzt schon fertig? Ja, okay. Dann kann ich jetzt Kühe kaufen. Patrick, Hallöchen, guten Morgen. So, hier. Stall, da. Okay. Ich brauche einen extrem eloquenten Namen. Und ich nenne dich... Ich nenne dich Roastbeef. Roastbeef sollst du heißen. Cool. Cool. Sorry, Roastbeef. So. Ich hätte ganz gern noch eine Kuh. So ein bisschen Geld habe ich, ja. Am besten hole ich mir so 3 Kühe, glaube ich. Für den Anfang. Ich denke, das kriegen wir hin irgendwie. So, und jetzt kommt, keine Ahnung, Rinderfilet oder so. Da fällt mir vielleicht irgendwann nochmal was Besseres ein. Ja. Wir könnten halt auch 4 kaufen, aber es wird dann echt ein bisschen teuer. Ich will ein bisschen... möchte ein bisschen Geld als Puffer haben für den Herbst. Steak. Da fehlen halt, also es ist noch ein bisschen unlustig. Also da muss ich mir noch mal was Besseres ausdenken. Aber so haben wir sie erstmal. Und ich gehe die Tierchen jetzt erstmal füttern. Dann haben wir das auf jeden Fall erledigt. Und danach könnte ich... Ja, ich weiß auch nicht. Ich kann ja nicht mehr in die Mine gehen ohne Spitzhacke. Ich kann ja nicht mehr in die Mine gehen ohne Spitzhacke. Das ist schade. Angeln wäre halt gut, ne? Wegen Geld. So, checken wir mal die Tiere aus, ne? Wie es denen so geht. Ich gehe erstmal zu den Hühnern hoch. Hallo. Noch seht ihr glücklich aus, ja. Noch seht ihr glücklich aus. Ja. Ja. Noch. Noch seid ihr glücklich. Noch merkt ihr nicht, dass euer Frauchen hier nicht mal Tierfutter für euch bereitgestellt hatte. Ne? Da muss ich mir noch eine Kiste hinstellen für das Milchgerät. Achso, da ist ja auch noch eine Kiste übrig. Ah, okay, da müssen hier wirklich 2 Kisten hin. Verstehe. Gut, da müssen es 2 Kisten sein. Okay, Experiment gescheitert. Oh, das sind auch schon 3. Das ist gut. Das ist gut.
brauche 5 davon. Wir haben schon 52 Pilze, das ist in Ordnung. Kann man nicht meckern. Ach ja. Frühstücken wohl would be an option, ja. Ach, Frühstücken, Schmühstücken. Könnte ich nachher auch zwischendurch mal, es ist ja auch gleich schon 11. Ja, mal gucken. Was war das gerade? Beruhigen Sie sich bitte. Bitte beruhigen Sie sich. Nehmen jetzt ein paar Pilze mit, die können wir nämlich schon mal verkaufen. So. Ein paar lasse ich drin. Zur Sicherheit. Ich hebe mir mal ganz gern Puffer auf. Ihr wachst fleißig vor euch hin. Wann seid ihr eigentlich fertig? 21 Tage. Ach so, Ende Herbst kann ich die dann ernten. Nice. Das dauert noch eine Weile. Das dauert einfach noch ein bisschen. Reden ist manchmal echt schwer. Okay. Rein damit. Rein damit. Ich habe hier noch Blaubeeren, glaube ich. Ja, so ein paar hundert, ne? So ein paar hundert Blaubeeren habe ich hier noch. So, die hebe ich auf. Und die silbernen können weg. Was hätten wir da sonst noch? Sonst nichts. Erstmal. Die paar können weg. Bei deiner Page steht noch ein Favicon. Was ist das für eine... Was für eine Page? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ja, aber wo da? Hä? Hm. WordPress-Zeichen. Hast du schon die Mahagonit-Bäume ausgetestet? Konnte ich noch gar nicht, weil ich noch nicht im geheimen Wald war. Bisher sind mir die Mahagonit-Bäume auf anderen Spielständen nur im geheimen Wald begegnet. Ich gehe mal kurz auf meine Seite gucken. Kann sein, dass sich da irgendwie durch ein Update was geändert hat. Wo ist da... Hä, wo ist dein WordPress-Zeichen? Ach, das Ding da, ach so, das Ding da oben. Ach so, ach ja. Stimmt, du hast recht. Stimmt. Gut, dass du das sagst. Ja, ich hab da, ich glaube, ich hab das bisher nie reingemacht, weil ich da bisher noch kein Symbol für habe. Tatsächlich. Aber danke für den Hinweis. Ja, mein Hirn gerade die ganze Zeit so, was? Ich weiß nicht, mein Hirn hat irgendwie gelöscht, was ein Pfeff-Icon ist. Ich weiß auch nicht. Darf ich einen Fakt spoilern? Kannst gern machen, Billy. Und mich stört es jetzt persönlich nicht. Ich weiß halt nicht, wie es Chat sieht. Notfalls die Leute, die sich nicht spoilern lassen wollen, ignorieren einfach erstmal die nächste Nachricht von Beliot vielleicht. Aber ja, kannst du gerne machen. Mich stört das bei Stardew Valley nicht so. Ich erfahre da gerne die neuen Sachen tatsächlich bei Stardew Valley, weil ich das Spiel selber eigentlich ganz gut kenne. So, ich bin jetzt gerade ein bisschen doof. Ich bin ein bisschen doof, deswegen angere ich jetzt. Ja. 15x15 oder 25x25. Ja, ich habe das ja schon mal auf anderen Seiten gemacht, solche Icons, aber ich habe halt ich habe ja kein Logo in dem Sinne, ne? Also als Streamerin brauche ich ja kein Logo. Deswegen habe ich halt auch kein entsprechendes Symbol in der Hinsicht, was man da jetzt nehmen könnte als kleines Icon. Aber ja, irgendwas sollte dahin, weil WordPress-Icon ist jetzt nicht das geilste auf jeden Fall. Gut, dass dir das aufgefallen ist. Es ist halt super, dass ich die Website halt jetzt fast seit einem Jahr habe oder so und mir es nie aufgefallen ist. Es ist halt wieder die gute alte Betriebsblindheit, ne? Die großen Baumstümpfe geben Mahagoni-Samen. Ah, ach so, da kriegt man die auch her. Ja gut, okay, dafür brauche ich aber erstmal eine entsprechende Axt.
Du meinst die normalen, die auf der Farm auch rumstehen, ne? Vom Merch, da hast du doch coole Logos drauf, zum Beispiel die Robbe. Ja, aber es ist ja viel zu klein. Die ist ja viel zu klein, das erkennst du ja in der Größe gar nicht. Also diese, das Einzige, was sich ja anbietet, ist wirklich die Yin-Yang-Robbe, ne? Aber es ist ja so klein, ich glaube, das erkennt man nicht, oder? Gut, man hätte zumindest da eine Form, ne? Es ist, also es ist auf jeden Fall besser als ein WordPress-Logo. So, es ist definitiv besser. Werde ich mich nachher mal drum kümmern. Ey, da fällt einem der kleinste Scheiß erst so nach einer halben Ewigkeit auf, ne? Oder halt eben gar nicht. Genau, das meine ich mit Yin-Yang-Robbe, dieses Together-Ding. Ich glaube, das wäre ganz gut geeignet, weil es halt auch nur einfach ein rundes Symbol ist. Man kann erahnen, was es ist. Es wird wahrscheinlich ein bisschen klein, aber das ist ja egal. So, Hauptsache, da ist kein WordPress-Zeichen, weil ich finde, das irritiert ja auch, ne? Das irritiert ja auch, weil es so, irgendwie so aussieht. Weil nicht jeder kennt sich ja mit Blogs oder mit Webseiten und so aus und manche eher irritiert, warum dann W ist halt, ne? Weil nicht jeder irgendwie WordPress kennt oder so. Mittlerweile schon einige irgendwie, gerade die Leute, die natürlich auf die Seite klicken, aber es ist schon ein bisschen weird. Ja, ja, ja. Der blöden Together-Robbe habe ich auch ewig gerissen. Da habe ich ein paar Stunden dran gesessen, ey. So Yin-Yang-Sachen sind echt schwer. Das ist echt. Hui. Sowas in Illustrator zu bauen, das ist echt complicated. Eigentlich ist sie sogar falsch rum, aber ich konnte es nicht mehr ändern. So, eigentlich ist die falsch rum, aber das, weil die Motive ist es zum Glück egal. So. Da ist es eigentlich egal. Muss auch sagen, dass es so eigentlich sogar besser aussieht, als wenn es andersrum wäre. Ja. Ja, die Merch-Sachen zu machen, das ist halt, macht halt auch echt Spaß. Ich übernehme mich immer nur so ein bisschen. Ich mache ja meistens, wenn neues Zeug reinkommt, immer zu viel auf einmal. Weil ich zu viele Ideen habe und dann will ich die alle umsetzen. Und dann sitzt du da halt einen Monat und machst den Kram, ne? Bekloppt eigentlich. Aber es macht halt auch Spaß. Es ist halt auch schön, ne, wenn man dann nachher so ein Ergebnis auch sieht. Aber aktuell kann ich ja leider kein Merch produzieren, beziehungsweise nichts auf Textilien gerade. Weil Lockdown. Ich habe auf meiner privaten Farm tatsächlich schon diese Baumstümpfe zum Teil abgeholzt. Und mir ist das nicht aufgefallen, dass da Mahagoni-Samen droppen. Ich glaube, ich habe da einfach nicht drauf geachtet. So. Wahrscheinlich habe ich es einfach völlig selbstverständlich hingenommen, aber gar nicht so dran gedacht. Dachte wirklich, die gäbe es nur im geheimen Wald oder so. Dabei droppen die ja auch aus den Baumstümpfen dort. Das ist richtig dumm. Es ist immer schön, wenn ich über solche Sachen nicht richtig nachdenke, wenn ich sie in Spielen sehe. Ich werde mir gleich mal einen Kakao machen, das ist eigentlich ganz geil. Ich habe Kugelfisch. Kugelfisch. Ich mag Kugelfische.
Ich hab echt ein Silo-Dilemma, ne? Dilemma. Hm? Ich hab echt ein Silo-Dilemma. Aber ich kann nichts anderes machen, als auf die Spitzhacke zu warten. Kannst du mich bitte nicht mit Kakao vollsauen? Das wäre sehr nett. Das wäre wirklich sehr nett. So, wir haben Fischi. Wir haben sogar eine lila Flunder. Ich glaube, ich habe schon eine Iridium-Flunder, oder? Nee, habe ich noch gar nicht. Dann können wir die anderen eigentlich wegtun. Weil ich heb die mit guter Qualität ja immer ganz gern auf für diesen Jahrmarkt. Also für das Volksfest, ne, bei dem man ja seine Sachen ausstellen kann. Und ich muss mal gucken, ob wir vielleicht schon wieder ein Herz-Event mit Willy bekommen. Aber ich glaube, Willy hat erst 3,5 Herzen, ne? Ich glaube, ne, nicht 4. Ja gut, nicht mal annähernd, der hat nicht mal 3,5 Herzen. Okay. Ich weiß halt nämlich nicht, wann das Event auslöst. Auf jeden Fall gibt es da ein Herz-Event. Wo lagere ich eigentlich den ganzen Müll? Ich weiß es gar nicht. Okay, nicht hier drin. Hier können wir noch ein bisschen was reinschmeißen an Zeug. Aber es sollte eigentlich nicht normal sein, dass ich das hier so reinfeuere, ne? Eigentlich nicht. Okay, ich gucke gerade, ob ich noch irgendwelche Fische verkaufen kann. Aber die meisten davon brauche ich, glaube ich, noch. Bis auf den Schwarzbarsch hier. Nicht mal diesen Skorpionkarpfen brauche ich für den Bundle. Das ist eigentlich echt schade, weil der auch relativ selten ist, glaube ich sogar. Tja, gut. Dann verkaufen wir den Kram, den ich jetzt in der Tasche habe. Und weg. Ich setze mich noch mal kurz hin, um zu regenerieren. Und danach könnte ich noch mal ein bisschen Holz hacken. Ein bisschen die Zeit nutzen. Weil ich glaube, wir verdienen jetzt gleich ganz gut Geld, weil ich ein paar Blaubeeren da in die Kiste geschmissen habe, ne? Das sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Lass mich durch. Lass mich durch. Muss Bäume fällen. Sonst wächst das hier irgendwann so zu, dass ich mich hier gar nicht mehr durchbewegen kann. Aber die können echt doll zuwachsen und ich weiß, wovon ich rede. So. Es ist immer so fies, dass man zwischen den Bäumen gar nichts sieht. Ich meine, das ist irgendwie logisch, aber trotzdem ist das mies. Am schlimmsten ist es eh, wenn Bäume die ganze Zeit ins Wasser droppen. Ne? Also wenn du quasi einen Baum gefällt hast, dann deine ganze Energie dafür aufgewendet hast. Am besten noch die letzte Energie, die du da hattest. Und dann eiert der ganze Scheiß einfach ins Wasser und fällt da rein. Und du siehst ihn nie wieder. Hier stehen die wenigstens weit genug weg. Oh Gott, wenn ich die Spitzhacke habe, werde ich erstmal schön in die Mine gehen. Und Kohle sammeln, unter anderem.
Am Anfang ist es auch so schwer, an Kohle zu kommen. Gerade wenn man es noch nicht so ganz zu diesen Staubgeistern geschafft hat. Das ist echt unangenehm. Vor allem, wenn du da mal eben so 8 Kohle für einfach nur für ein Bienenhaus oder so brauchst oder für das Einmachgefäß, brauchst du, glaube ich, auch 8 Kohle für. So. Sehr schön. Habe eigentlich immer ganz gern so ein bisschen Holzpuffer. Es ist immer ein bisschen anstrengend, wenn man für jede Kleinigkeit dann noch irgendwie Holz hacken gehen muss. Und deswegen ist es ganz gut, dass hier echt viele Bäume wachsen auch. So. Eh nicht so viel Gras hier, ne? Also so allgemein habe ich nicht viel, obwohl doch hier ist relativ viel. Aber trotzdem, also das ist nicht ganz so viel Gras. Ich habe das Gefühl, mein rechter Monitor gibt bald den Geist auf. Ich hoffe nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich habe mich mittlerweile sehr an meine 3 Monitore gewöhnt. Gut. Okay, ich habe fast schlapp gemacht. Wir können eigentlich, glaube ich, erstmal ins Bett gehen. Ist eh schon 23.10 Uhr. So, ins Bett. Yes. Feierabend, Melvigo, Hallöchen. Hallöchen. Und Janheim, Hallihallo. Wieso sollte der Monitor nicht mehr gehen? Ich weiß nicht, ich habe zwischendurch. Vielleicht liegt es auch daran, dass. Ich weiß nicht. Vielleicht liegt es ja auch an irgendeinem Lichteinfall oder so. Ich weiß, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich aus dem rechten Augenwinkel so ein Flackern vernehme. Irgendwie so ein kurz. Aber es ist so ganz unbewusst. Ich weiß nicht. Vielleicht bilde ich mir das auch ein. Vielleicht reflektiert auch das Nordlicht da im Hintergrund, also die Aurora da in der Ecke, auch auf dem Bildschirm zwischendurch oder so, je nachdem, was für eine Farbe kommt. Ja, mal gucken, Stecker nachher einmal wieder festdrücken. Melvig, du hast jetzt Feierabend. Die Monitore haben tatsächlich das Flackerproblem, ohne dass etwas defekt ist. Okay, vor 15 Minuten. Kannst du dann überhaupt schon pennen eigentlich gleich? Also gehst du dann gleich direkt noch pennen schon wieder? Oder bist du jetzt noch ein bisschen wach und legst dich nachher schlafen? Muss in 11 Minuten, muss in 11 wieder stramm stehen? Wie stramm stehen? Ach so, in 11 Stunden meinst du, ne? Ah, okay. Jetzt habe ich es kurz. Mhm. Dann kam kurz gerade dann direkt danach, als ich es gesagt habe, kam deine Antwort. 13 Uhr pennen, naja. Stimmt, das ist ja Freitag. Ja, richtig. Stimmt. Dankeschön für die Follows übrigens. Vielen Dank. Ja. Was wollte ich sagen? Ja, genau, Monitorflagge. Ja, irgendwie. Es ist nur so ganz unterschwellig. So als. Wie so eine optische Täuschung zwischendurch. Ich weiß nicht. Vielleicht liegt es auch da einfach daran, dass ich etwas weniger als 5 Stunden geschlafen habe. Das kann auch sein. Mal gucken. Aber es ist halt auch nur der älteste Monitor, ne? Also. Ja. Aber eigentlich geben die, also wenn Monitore den Geist aufgeben, geben die anders den Geist auf. Ne, dann funktioniert meistens irgendwas mit der Stromzufuhr nicht mehr und so. Oder man kann nichts mehr richtig lesen.
So. Der ist ja eh nur OBS-Monitoring und Streams gucken und so. Ja, 12.502. Ist okay. Ist okay. Bin rein.